den Olli um. Und macht sich aus dem Staub. Und haut ab. So eine alte. Hm? Reicht schon, danke. Es ist Eis. Ja. Noch irgendwas zu meckern? Wolltest du jetzt auch noch über irgendwas meckern? Nein. Dass ich mir ein Eis hole? Hab ich richtig Bock nach gerade eben. Ja. Ohne Scheiß. Tussi steigt ein in ihr Auto. Wumms, wumm, 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 wumms. An die Seite. Und wir so, ey. Hör mal. Und wir so, ey. Und sie, aber wirklich genau so. Sie so, bin ich ausgestiegen. Hab mir mein Handy genommen und hab sie gefilmt, damit ich weiß, falls da eine Macke dran ist und die von ihr ist, ne, die Nummer und so. Und dann guckt sie mich an, macht den hier und fährt und will und fährt so, dass sie über mich drüber fahren will. Und ich so, wollen Sie mich jetzt überfahren? Sagt sie, keine Ahnung, über 70, 80, ich weiß es nicht. Was ist mit den Leuten los, Leute? Montag. Kackmontag. Und dann diese, wer jetzt gerade nicht dabei war und dieses Elend mit diesen Krähen gesehen hat. Das habe ich gar nicht verstanden, was mit den Vögeln. Das sind halt Vögel. Hier essen halt Leute draußen und so, ne? Aber was haben die Vögel denn jetzt gemacht? Die haben sich... Die sind immer wieder hin und her in so einer Masse. In so einer Luft, die Vögel, so was machen sie, fliegen halt. Ja, und dann kommen die runter und dann setzen sie sich das Auto. Und wenn die sich auf dein Autodach setzen und da voll kacken und du siehst das nicht sofort, dann gibt das Macken. Kackmacken? Ja, es gibt Kackmacken. Kackmacken. Wie sieht denn so eine Kackmacke aus? Eklig, davon geht der Lack kaputt. Es gibt dann Lackkackmacken. Lackkackmacke? Mhm. Da geht der Lack von kaputt. Ich verstehe. Wenn du andauernd und da... woher weißt du das? Weil du seit Jahrzehnten Auto fährst oder was? Nein, weil ich das weiß, wenn jemand da Taubenkacke dran hat und das nicht abgeht, dass man dann richtige eingebrannte... Waren das Tauben? Schlimmer noch, es waren Krähen. Krähen. Und der Raben- und der Krähenkot ist... Noch dreister und schlimmer als der Taubenkacke. Der Taubenkacke. Der Taubenkacke. Also die alte ging gar nicht. Ist ja halt egal. Und dann, also ich hatte ja zu tun, während du Eis holen warst. Und dann hat er nebendran sein Auto so geparkt, dass ich... Möchtest du? Nein, dass ich gesagt habe... Also so könnte er das vielleicht nicht stehen lassen, du kämst ja kaum rein. Und dann hat er mir erzählt, dass er eigentlich nur den Pfand haben, also einen Wagen brauchte, für Pfand wegzubringen und so weiter und so fort. Und dann hat er hier dreimal rumgeguckt und dann musste ich ja aufpassen, dass er nicht in deine Seite fährt. Komische Menschen. Während das auf der Seite ja schon fast passiert war. Komische Menschen. Also du siehst, ich hatte zu tun. Ich war beschäftigt. Du solltest Parkplatzeinweiserin werden. Und ich musste, und ich hab euch im Chat die Krähe gezeigt, wie die da oben stundenlang drauf saß. Ihr habt's gesehen, ne? Was ich total geil finde, ist dir mal aufgefallen, was für Leute sich asozial benehmen im Straßenverkehr. Du guckst mich ja dabei jetzt wohl nicht an, oder? Auf gar keinen Fall. Ich will damit nur sagen, er hier war Ü60, sie war Ü60, die heute Morgen war Ü60. Alle, die irgendwie, ne, die Nachwuchsassis sind alle total tiefenentspannt. Kirchendud, nee, tut mir leid, die gehen im Moment nicht, weil es kein Bot an. Arno, bist du da? Schön, freut mich. Bist denn Arno? Hallo, hab ich gesagt. Hallo, Kirchendud, hallo. Hi Arno. Arno, wie geht's dir? Was ist los? Was denn? Ach so!
Nein, wir haben hier so einen Livestream, also man kann nur uns sehen. Ja. Wir streamen hier und wir, das kann aber auch... Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass es dir das gut ist geht. Ohne Witz, das ist das erste freundliche Lächeln und eine lustige Antwort, die wir heute gekriegt haben. Ne? Ehrlich, ja. Ich freue mich gerade auch ein bisschen. So sieht's aus. Wisst ihr was, Leute, was wir machen werden? Wir werden künftig mal einen Parkplatz-Stream machen. Wer es ist spannend hier. Nein. Auf gar keinen Fall. Vielen Dank. Das war echt lustig. Olli. Also, Arno. Hanno, habe ich gesagt. Live vom Parkplatz in Essen-Nord. Hier ist das pure Leben. Arno, ich habe dir schon mal was dazu gesagt. Ich sage dir, ein paar Podcasts zu machen von Plätzen, wo es sie noch nicht gegeben hat. Hier. Ich sage nur hier. Hier hast du alles. Hier hast du Tiere, die renitent auf dein Auto draufkacken. Menschen, die sich komisch verhalten, aber heute ist Montag. Ja. Ich will dir auch mal was sagen, weißt du? Zartbitterschokolade. Ja, dann gib her. Zartbitter möchte ich mal probieren. Ah. Ja, du weißt gar nicht, was für andere exotische Sachen ich noch genommen habe. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Montag ist ein Scheißtag, haben wir eben festgestellt. Und hinzu kommen ja, ich will dir mal was sagen, die waren alle auf Regen und schlechtes Wetter eingestellt. Jetzt müssen sie bei schönem Wetter durch die Gegend flitzen. Da haben die ja auch keinen Bock drauf. Wer ist denn die? Alle. Alle. So, und ich will euch mal was sagen. Es tut mir noch nicht mal leid, dass wir heute so, oder dass ich heute so bin. Mit Recht bin ich so. Ja, also heute waren die Leute echt komisch. Bis auf die Madame gerade, das war lustig. Ja. Aber das mit den Vögeln gerade hat mir doch irgendwie zu denken gegeben. Warum? Ja, weil ich das... ich habe noch nie so viele schwarze Vögel auf einem Haufen gesehen. Und dass sie sich so dreist auf die Autos setzen. Und setzen die sich nicht bald, wenn die nicht... Die übernehmen ja dann... Wo sind sie denn? Die Weltherrschaft. Wo sind sie denn? Die... Siehst du noch irgendwo einen Vogel? Da oben. Du meinst auf dem Hausdach? Ach, hey, das sind gar keine, das sind Rohre. Das Krumme da oben her. Vielleicht kann man das sehen. Ja, siehst du da oben auf dem Dach die schwarzen Punkte? Das sind Wasserrohre. Abflussrohre oder so ähnlich. Aber da oben auf der Laterne, da sitzt schon mal wieder irgend so ein Mistvieh. Da kam gerade wieder eine. Wahnsinn. Ich will ja sagen, dass da sitzt sie, da oben jetzt. Guck mal schon gleich, zwei wieder auf der Laterne. Die sind jetzt noch harmlos, aber wart's mal in einem Monat. Was ist denn in einem Monat? Dann haben die Herrschaft des Parkplatzes übernommen. Ach so, weil? Die haben dann hier alles vollgeschissen und voll besetzt. Da kommt keiner mehr hierher, weil du nicht mehr durch die Massen der Vögel kommst. Da, der fliegt ins Haus. Ins Haus. Mir macht das Angst. Vielleicht, weil ich dann sofort an Hitchcocks Die Vögel denken muss. Alfred Hitchcock, die Rohre. Sauber, Buddy. So sieht's aus.
Alfred Hitchcock, die Rohre. Ja, ich wollte nur mal sagen, deine Mutter fetzt. Ja, wir haben heute zusammen auf Montagmodus man hat uns beide heute geärgert. Und das, obwohl wir überhaupt nichts dafür können. Oder man hat Sachen über uns behauptet, die nicht stimmen. Und das mögen wir beide nicht. Star-Lord, das würdest du gerne wissen, wa? Ich frage mich wieder, wie lange der Kugel-Eis-Preis steigen kann. Jetzt kostet eine Kugel Eis schon 1,20. Das ist aber 20. preiswert. Ach so. Wieso? Weil du sonst schon bis zu 1,80 zahlst. Wo gehst du denn Eis essen? Am Potsdamer Platz oben in der Edeleisdiele. Die wahrscheinlich die einzige Eisdiele ist, im ganz deutschsprachigen Raum, die 1,80 nimmt. Und 2,20. In das Eiscafé am Potsdamer Platz. Kennt ihr das? Wenn nicht, geht da mal hin. Ihr braucht euch ja nur die Kugeln angucken. Wenn man das halt so macht. Und wenn es heiß ist draußen, dann geht es in eine Eisdiele, guckt man sich ein paar Kugeln an. Easy. Wenn ihr nicht ganz so viel easy bezahlen wollt. Ja. Und was möchten Sie sich anschauen? Eine Kugel Zitrone, ja. Eine Kugel Vanille, langt erstmal. Hier, bitteschön, 10 Sekunden. Gesundbrunnen 2,20 die Kugel, bitte. Wo ist denn der Gesundbrunnen? In München? In Berlin. Der Gesundbrunnen ist in Berlin? Ja, sicher, immer schon gewesen. Was soll ich das wissen? Mit mir warst du nicht am Gesundbrunnen. Ja, ich war in irgendeiner Kneipe saufen, weil ich da auch rauchen kann. In der Destille, an der Bergmannstraße. Also, ich finde 1,20 Euro schon hardcore für eine Kugel Eis. Ich weiß, da ich mal Eis hergestellt habe und einen Eistruck besessen habe, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, weiß ich, dass die nicht mal annähernd, also. Ja, siehst du, die 1,20 sind nämlich gar nicht teuer. Also unter 1,50 kriegst du doch in Berlin nichts mehr. Wahnsinn. Mhm. Komm, das ist schweineteuer, das ist ja lächerlich. Es ist aber da so, 1,50 ist Wahnsinn. Ist schon preiswert für da schon wieder ein Recklinghauser. Was machen die denn alle hier? Becky, das ist, falls du da bist, nicht gegen dich, ne? Aber wir hatten heute ein etwas gediegenes Erlebnis mit so einer Recklinghauser Autofahrerin. So, möchtest du jetzt noch irgendwo hin, Edeka? Nein. Ich habe aber nein! Okay. Ich finde den Eingang nicht, doch jetzt. Ich habe erstmal alles.
Davor auf die, da musst du aufpassen vor dem Autofahrer. Der hat schon Macken an der Seite. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Das waren bestimmt die Vögel. Das will ich gar nicht. Da oben sitzt auch wieder eine. Die kommen gleich in einem Sturzflug runter. Bleib bloß da, bis wir weg sind. Die Rohre. Von Alfred Hitchcock. Also du bist dir sicher, du brauchst nichts mehr? Nein, ich möchte jetzt nichts mehr. Ich möchte jetzt nach Hause, der Montag kotzt mich an. Ich bin dabei. Morgen übrigens, ne? Also normalerweise ist dienstags und donnerstags Early Access, Leute. Aber normalerweise ist montags auch frei. Ne? Ab September machen wir die neuen Formate und so, stelle ich euch alles am Donnerstag vor. Wie gesagt, BlaBlaCar finde ich ein bisschen albern, aber eigentlich ganz geil. Aber ist zum Beispiel eins der Formate jeden Mittwoch. BlaBlaCar war das. Ach, BlaBlaCar ist natürlich was ganz anderes als BlaBlaCar. Ja, dann machen einfach TalkCar. Car Talk. Car Talk. Klingt wie ein klingonischer Krieger. Ja. Kartok. Kartok. Herzlich willkommen auf der Brücke bei Kartok. Autotalk. Autotalk. Ready for the car. Das, ich konnte Englisch. Hast du das gehört? Ich habe das gehört. Ich bin auch beeindruckt. Ja, verstehe ich. Kann man eigentlich sein Nummernschild auch immer wieder mal wechseln, wenn man das möchte? Warum solltest du das tun? Ja, weil man vielleicht denkt, auch ich möchte doch vielleicht lieber eine andere Zahl hinten stehen haben oder so. Mir ist das total egal. Mir hat sich auf jeden Fall das umsonst gegeben. Das ist ja nett. Also, mich gefragt, ob ich ein extra Kennzeichen bin, ich so, nee. Sagt sie, ich habe mir gerade ein paar gute auf. Und ich so, ja, dann. Wenn du es mir gibst, ist ja, ich mach jetzt einfach, ey, das ist okay. Ey, bitte. Ach so, ey. Ey, 765 ist noch dran. Also, ich darf den Chat nicht lesen, solange du hier noch drin sitzt. Lies ihn wenigstens, ich sehe die ganze Zeit, dass was passiert. Solange wir noch im Auto sind, dann können wir ein bisschen Fragen beantworten. Schnauze voll heute. Ups, okay, Kirchengut, danke dir. Schön, dass ihr euch bei ihm bedankt, freut mich auch. Von Alfons Lutsch. Better place to be, schön. Du bist also auch sicher auch als Betty hier herzlich willkommen. Pöbelkato, schreibt einer. General Kartok ist doch in Star Trek 6 dabei gewesen. Eine Fahrt. Also fahrt ihr beiden montags immer zusammen wohin? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, also. Der Horror-Thriller. Die Möwe von Alfons Litschkock. Aber ihr habt ja gesehen, was das für ein Vieh war. Riesengroß. Nein, jeden Mittwoch ab September. Fahre ich irgendwann morgens los, entweder gucke ich mir irgendwas an oder hole irgendjemanden ab und dann gibt es Fragerei. Vielleicht fahre ich dann mit der Person auch irgendwo hin was essen oder so. Mal gucken. Vielleicht fahre ich mal mit meiner Mutter irgendwo hin. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn dann Mittwoch und eigentlich ist heute frei. Also, aber was ich eigentlich sagen wollte, dienstags und donnerstags fängt es ja eigentlich immer um 6.30 Uhr an. Das kann ich diese Woche nicht versprechen. Ich muss nämlich zum Beispiel
morgen früh ganz wichtig noch ein paar Sachen wegbringen. Da kann ich euch dann mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob es morgen früh schon um 6.30 Uhr losgeht, weil ich muss ein paar Sachen ausfüllen und da weiß ich nicht, ob das so spannend ist für euch. 100 bitte nach Lage zu Wadi. Wie nach Lage zu Wadi? Achso, da wohnt er wahrscheinlich. Dann sag ich euch kurz Hallo, Papa. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich auch nicht. Ich brauche eine neue Brille mal. Das kann so nicht weitergehen. Ja. Dann kommt ihr auch vorher. Unser Pizzaessen steht auch mal an. Zatu, ja. So, Leute, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre, im Moment. Und es war schön mit euch. Wahrscheinlich mit mir heute nicht so, aber das macht nichts. Müsst ihr auch aushalten. Trotzdem wäre es schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, spätestens beim Essen. Ich muss eben meine Tasche hinten haben, wo ich meine Sachen drin habe. Und jetzt ist da alles rausgepurzelt. Ja, wieso machst du eigentlich einfach die Tür an der Seite auf? Ganz entspannt. Ach, da ist auch eine. Und jetzt reißt du noch das Handy mit runter, rechts. Wen? Das Handy mit runterreißen mit der Tasche. Vorsicht. Mach doch einfach hinten die Tür auf. Ja, mach ich doch auf. Oder den Rücken oder den Kofferraum. Ja. Warte doch. Finde ich denn jetzt hier den Chat? So, Pizza kannst du behalten bis später. Voice. Ne? Ja, ja. Tage. Ciao. Tschüss, ihr lieben netten Chattis. Hau ab jetzt! Ich mag euch. Ich kann mir einfach nicht merken, wie das Programm heißt. Na dann mach Olli Lage mal schmack. Was hast du denn jetzt? So. Kannst fahren. Chat, ja, ja. Vorlesen. Ciao. Ja. Text-to-Speech, Twitch-Kanalpunkte. Dafür könnte man die nutzen, ne? Ich habe keine Ahnung. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Einstellung. Tippen Sie auf Bedienungshilfen, dann auf Vorlesen. Auf welchem Programm denn? Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich würde... Twitch Text to Speech, German. TTS geht nur mit Kanalpunkten mit mir angezeigt.
Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. If you're on Streamlabs or if you're on OBS Studio, whatever, is the same thing. Add, click on browser source, create a new browser source right here, and then paste the new link from the, you know, the actual browser source link. Okay, paste it. Das geht also nur, wenn man OBS hat. Ja gut, also über Twitch geht's nicht gut, das macht ja nichts. Dann ist es halt so, wie es ist. Und wir können es nicht ändern, ne? Können es nicht ändern. Das heißt, nur lesen an Ampel oder so. Aber ich möchte jetzt gerne mal etwas anderes ausprobieren. Und zwar Bluetooth. Wenn ich jetzt hier suche, hier jetzt etwas anmache, völlig egal was, mach irgendwas. Mediathek. Funktioniert also schon mal nicht, so wie ich mir das gedacht habe, auf jeden Fall. Ist ganz einfach, sagten sie. Mehr als ein Dutzend Millionen Deutsche sind. Hätte mich ja wirklich gewundert, wenn das funktioniert, ne? Schade eigentlich. Also worum geht's hier rum? Es geht hier rum. Es geht hier rum. Eigentlich soll das ganz einfach sein. Du steckst das Ding ein und dann zeigt es dir eine Frequenz an. Und dann kannst du quasi via Bluetooth... Waiting for pairing. Keine Verbindung möglich. Keine Verbindung möglich. Scan. Kennt sich irgendjemand von euch mit sowas aus? Wie heißt denn dieses Ding hier? Wieso funktioniert das nicht? Oh, wieso funktioniert das nur bei mir nicht? Waiting for pairing.
klingt aber richtig scheiße. Könnt ihr das hören? Funktioniert, aber wenn ich das ausmache, das kann es doch nicht machen. Das kann es doch nicht sein, oder? Leute. Das kann es doch nicht sein, oder? Okay. Also das kann es nicht sein, oder? Das kann nicht normal sein, oder? Drehst ja durch. Also ich kann hier eine neue Frequenz machen. Nicht als Wahlkämpfer um. Aber du hast überall diese komischen Störgeräusche. Klingt nach Elektronikrauschen. Nein! Robert! Start at position line check? Weiß nicht, was das heißt. Nee, vielleicht muss ich mir halt irgendeine Frequenz suchen. Aber es hört sich alles, es ist egal, welche Frequenz du nimmst, es klingt genau gleich. Dein Covid-Chip stört. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich für den Arsch. Also das Ding ist halt, wenn du jetzt einfach eins live anmachst, ne? Ist das halt eine mega Soundqualität, ne? Also richtig, richtig, richtig geile Soundqualität. Vielleicht darf nur eins dran sein. Tut sich nichts. Tut sich nichts. Und ich habe nicht mal irgendein Programm geöffnet, ne? Wenn ich jetzt irgendeinen Stream anmache, also nicht meiden natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich die Bremse trete oder nicht. How is that possible? Ich weiß, das wirklich kannst du nicht. Also das ist...
Handy eventuell lauter oder leiser machen? Soll ich den Tour basteln? Ich will niemandem einen Auftrag geben. Ich sowas geben würde, wäre vielleicht cool, aber ich will es auch niemandem irgendwie sagen. Und dann benutze ich das nicht. Hat jemand die Entstötdrössel? Weiß nicht, was es ist. Machen wir Zündung aus. Gewiesen, aber es kann sein, dass es erst morgen kommt. Und es ist halt völlig egal, ne? Also jetzt ist kein Programm an. Keins. Ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Ich weiß nur, dass du das erträgst ja nicht. Haiti. Lage und Ersatzteile. Und dazu kommt der Zeitdruck. Bis zur Heizperiode soll der Strom überall zumindest Chip provisorisch wieder fließen. Wie lange es dann dauert, ja, bis die Stromnetze wieder so gut sind wie vor der Flut, das wissen auch die Fachleute derzeit nicht. An der Technischen Universität haben sich 7 Menschen vergiftet. Sie haben in einem Haus der Uni Verschiedenes getrunken und gegessen. Nach den ersten Ermittlungen waren die Sachen mit einer Chemikalie durchsetzt. Eine betroffene Person war vorübergehend sogar in Lebensgefahr. 6 mussten in Darmstadt im Krankenhaus behandelt werden. Gibt auch noch Sonne, Regen kommt meistens nicht mehr runter. Dazu noch milde 20 bis 23 Grad. Morgen geht's sonnig und trocken weiter. Ab dem Mittag ziehen ein paar Wolken rein. Aachen und Menden schaffen dabei 21 Grad. Euskirchen und Gummersbach bis 22. Ach, Hübsi, wir sind schon seit heute Morgen unterwegs. Alles gut, mir geht's super. Ich ärgere mich über heute Morgen. Da sind ein paar Sachen passiert, über die darf ich noch nicht reden, die nicht sehr nett sind. Es werden Dinge unter anderem über mich erzählt. Hinter meinem Rücken, die stimmen nicht. Das erzählen Leute einfach nur, um ihren Arsch zu retten, weil sie Scheiße gebaut haben. Und das kann ich nicht leiden, sowas. Da müssen wir mal was klären irgendwie. Und dann hoffe ich mal, dass sich das auch klärt und dass alles gut wird. Aber das hat heute Morgen, habe ich heute Morgen zum Montag erfahren. Und das ist einfach völlig von Arsch. Ich bin froh, dass ich das überhaupt erfahre. Wären ein paar Sachen anders gelaufen, hätte ich das... aber... Das sagt man so leicht, ne? Scheiß doch auf die Leute. Aber wenn das Leute sind, mit denen du vielleicht mal eine Connection hattest, eine Zusammenarbeit hattest und jetzt bei einer neuen Agentur bist und die Agentur muss dir die ganze Zeit sagen, wir kriegen keine Sachen für dich, weil du so und so einen Ruf hast und du sagst, hä, Moment mal, woher habe ich denn den Ruf? Und dann erzählt man so ein paar Sachen und dann sage ich, wie bitte? Das haben die Leute erzählt. Dann muss ich mal aufhören, meinen Mund zu halten vielleicht und mal meine Geschichte erzählen. Und mal meine Screenshots zeigen und mal meine Nachrichten zeigen und so. Dann ist das vielleicht alles mal ganz anders. Und dann ist mir das aber auch dann egal, wenn diejenigen ein Problem haben. Aber das ist einfach, generell ist das einfach super ärgerlich. Und ich finde es zum Kotzen, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Überhaupt nicht. Und ich finde es unfair mir gegenüber. Und das Schlimme ist halt, jetzt kann ich halt nicht mehr tiefer sinken. Ne? Also das heißt, es hatte gerade angefangen, dass du anfängst, Kooperationspartner zu kriegen. Und jetzt werde ich schon benutzt als Fußabtritt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und das heißt, ich habe im Moment keine Kooperationspartner. Das heißt, also die bezahlen und solche, die bezahlen. Das heißt also, ich kann jetzt sagen, ey, ich kann weiter runter, geht's halt nicht, ne? Und wenn es rufschädigend ist, ab zum Anwalt, muss man mal gucken. Ich hoffe, wir können uns zusammensetzen und das mit einem ganz klaren Gespräch klären. Das fände ich auch sehr gut, denn ich glaube, dass in dieser ganzen Nummer eine einzige Person ein riesen Arschloch ist. Eine. Und das muss einfach dabei rauskommen. Und ich glaube, das ist auch ganz einfach. Davon abgesehen,
kaufe ich halt so ein Ding. Ich kenne 87.000 Leute, die sagen, du musst dir einfach nur so einen Stecker kaufen, den steckst du in deinen Zigarettenanzünder und dann machst du auf deinem Autoradio die Frequenz an und dann kannst du alles hören. Überall passt es, nur bei mir klappt das natürlich nicht, ist ja klar. Ne? Da hört sich das dann so an. Zamboni, was soll denn die Frage eigentlich? Erstens wüsste ich nicht, was irgendeine Person aus Spanien damit zu tun hat. Und zweitens, was möchtest du denn von mir, dass ich jetzt dazu sage? Was soll denn so eine Frage? Kickt richtig rein, geil, oder? Ja, und das ärgert mich sehr, dass das so ist. Ja. Und bei niemandem anderen, den ich kenne. Also, wie gesagt... Was Leute aus Spanien über mich hinter meinem Rücken über mich erzählen, interessiert mich einen Scheiß. Interessiert mich gar nicht. Überhaupt nicht. Personen aus Spanien sollten aufpassen, dass man keine Clips, die man mal von denen gemacht hat, online stellt, wo sie ihren Chat als, ich zitiere, N.. bezeichnen. Das sollten die, solche Leute. Ich habe gedanklich, beschäftige ich mich mit gar keinen Leuten mehr aus Spanien. Mir tun alle Leute leid, die dorthin gehen, zu diesen Menschen, die tun mir wirklich leid. Ansonsten habe ich dazu gar nichts zu sagen. Naja, so sieht das auf jeden Fall aus. Was machen wir jetzt? Morgen müssen wir die Farbe ausprobieren. Ne? Das wird lustig. Morgen probieren wir die Farbe aus und dann tauschen wir das System hier. Dann streamen wir mit dem neuen Handy und mit der Telekom Unlimited. Das ist jetzt gerade die Vodafone Unlimited. Und das ist eigentlich immer nur ausgefallen, wenn meine Mutter irgendwie irgendwo daran rumgefummelt oder so. Ne? Auch ne, nicht schon wieder mit dem Thema. Ja, ja, ich habe damit, ich, wie gesagt, ich, ne, ist auch völlig wurscht. Keine Sorge. Falls es dir aufgefallen ist, ich fange mit diesen Menschen, diese Leute existieren für mich gar nicht mehr. Ne? Zamboni, hör doch einfach auf. Hör doch einfach auf. Kein Schwein, der noch zwei Murmeln im Hirn hat, gibt sich überhaupt mit irgendwelchen Leuten ab, die eventuell irgendwo da rumhängen. Keiner. Wenn einer Fragen hat und wissen will, was los ist, dann hat er schon längst einen von uns angeschrieben, angerufen, angefragt und hat gesagt, ey Leute, was ist denn da eigentlich los? Kann das überhaupt alles stimmen? Was ist denn da los? Ne? Wieso von 10 Leuten sind 10 da und haben nichts mehr mit dem, warum ist das wohl so? Das müsste man sich einfach nochmal hinterfragen. Aber um deine Frage endgültig zu beantworten, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist rein professionell und da müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendeine Lösung finden. Und ich habe einmal das Ganze auf mich genommen und mich hingestellt wie der Idiot. Und das werde ich jetzt nicht tun, denn das ist meine Zukunft und da muss man sich halt auch mal wehren dann. Und das haben sie sich dann selbst zuzuschreiben. Wenn man dann nicht sagt, nö, nö, ist alles in Ordnung, sondern wenn man dann sagt, Moment mal, so nicht. Ne? Das geht alles.
Wartest du auf den ADAC oder was machst du da? Wolltest du rausfliegen hier oder was machst du da? Ich kann beim Fahren keinen Chat lesen. Ne? Das freut mich, dass er dir gefallen hat. Doppik, hi. Ich stehe halt hier, und weil ansonsten kann ich keinen Chat lesen. Und ich überlege, ob man nicht irgendwie dieses Chat-Vorleseprogramm, aber ich kann es, wenn man es nur in OBS einfügen kann, dann kann ich das so nicht machen. Dann müssen wir das morgen mal ausprobieren. Ne? Aber vielleicht, ne? Das machen wir morgen früh. Solidus, danke, das weiß ich auch zu schätzen. Aber das hat was mit Professionalität zu tun. Ne? Wenn Leute von einer Firma irgendwo rum erzählen, dass angeblich bestimmte Sachen passiert wären in der Zusammenarbeit mit mir, die nicht stimmen, dann muss das geklärt werden. Fertig. Denn das funktioniert so nicht. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Ich bin auch richtig sauer deswegen, richtig sauer, dass das so ist. Finde das eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Und man muss einfach mal gucken jetzt, was jetzt passiert. Ich hoffe, wir werden das irgendwie klären können in den nächsten paar Tagen. Wenn dem nicht so ist, werde ich das erzählen. Was war, warum das so war, wie ich mich dabei fühle. Denn wenn man hinter meinem Rücken die Unwahrheit erzählt, dann werde ich in der Öffentlichkeit die Wahrheit sagen. Und dann ist es mir auch scheißegal, weil dann kann nicht mehr passieren. Ja. Dann können die Leute für sich entscheiden, was sie glauben und was sie nicht glauben. Das kann ich dann auch nicht mehr beeinflussen. Aber ich werde nicht buckeln, wenn Unvermögen auf meinem Rücken ausgetragen wird oder Fehler auf meinem Rücken ausgetragen werden. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nichtsdestotrotz, morgen, ich weiß halt nicht, es wird morgen nicht um 6.30 Uhr anfangen, das glaube ich nicht, sondern wir werden so anfangen, dass wir die Farbe an die Wand klatschen können und dann gucken, ob das funktioniert mit dem Greenscreen. Da habe ich auch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Da muss man wahrscheinlich irgendwo einen Knopf drücken und dann wird das zum Greenscreen. Dann können wir nur hoffen, dass das mit der Farbe funktioniert. Und dann müssen wir Farbe holen fahren. Und das machen wir auch. Und dann räumen wir die Bude auseinander, machen überall sauber und hängen die ganzen Wände ab und fangen an zu streichen. Chroma Key oder so. Sein, dass ihr jetzt gleich zwischendurch weg seid. Wenn ich jetzt den Wagen wegstelle und dann werde ich heute die Nacht im Studio nächtigen, damit wir morgen früh sofort anfangen können, denn diese Woche wird spannend. Ich muss morgen früh auch noch ein paar Bürosachen machen und so. Es ist ein Ekelgrün. Ich finde das aber sogar lustig. Hast du da noch ein Bett stehen? Ja klar. Das Bett steht da. Die ganze Zeit. Ich habe auch nicht vor, das wegzunehmen. Ist doch super, wenn man da bleiben kann, wenn man mal nachts sendet oder so.
Ehrlich gesagt hätte ich aber auch gar nicht gewusst, dass man überhaupt eine andere Farbe wählen kann, außer grün. Ach, das ärgert mich, Leute. Das ärgert mich wirklich jetzt gerade eben. Das ärgert mich sehr. Ärgert mich tierisch. Nicht das von heute Morgen, das ärgert mich sowieso, aber dass das mit dem Ding da nicht funktioniert. Kann ich es auch zurückschicken, oder? Es muss auf jeden Fall gut beleuchtet sein. Was muss gut beleuchtet sein? Sonst flimmert das im Bild, wenn du Chrom drüber legst. Naja, da gibt es nicht viel nachzulesen. Ne? Du musst das Ding reinstecken und dann kannst du dir eine Frequenz aussuchen und dann ist das mit deinem, du musst das halt via Bluetooth mit deinem Handy koppeln. Das habe ich gemacht. Dann musst du die Frequenz eingeben bei dir da im Dings, aber es sind halt irgendwelche Störfrequenzen. Ihr habt ja gehört, wenn ich auf die Bremse trete und so. Ne? Das heißt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ja, Hauselfe haben wir ja gekauft heute. Das Bremsradio, ganz genau. Ja, sehr seltsam auf jeden Fall, ne? Sehr, sehr seltsam. Aber dann kann ich auch den hier nehmen, erstmal zum Laden. Ab morgen. Aber kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, bei dem das nicht funktioniert. Kannst jedes Grün nehmen, weil du es nochmal extra einstellen kannst im Filter. So ein Ding hast du auch, klappt prima. Bei mir klappt, also ihr habt es gerade gehört, ne? So ist das bei mir.
Moin. So, wir haben da den Mini-Eimer Farbe. Wir müssen das ja nur mal an einer kleinen Stelle testen. Also nehmen wir mal das mit. Muss ich mal eben kurz hier hinlegen. Enjoy the view. Was ist hier los? So. Licht ist wirklich super wichtig. Big Matze. Das ist einfach nur ja zum Joke gedacht. Ne? Also es muss auf jeden Fall mal sauber gemacht werden und neu gestrichen werden, das Studio. Und ich dachte mir halt, bevor ich das jetzt wieder weiß mache. Ach so, hier übrigens. Ne? Für alle, die sich sagen, geil, kann ich Auto klauen und so. Ne? Das hier ist ein Sicherheitsservice. Und ein Hausmeister-Service, der ist kameraüberwacht. Das da ist alles kameraüberwacht und das Tor da schließt abends. Also für den Fall der Fälle. Ja. Ich bin gerade reingekommen und dachte jetzt... Schön. Nein. Heute ist der erste Test. Wir haben den ganzen Tag mit D2 gestreamt. Und ich glaube wirklich, das ist nur abgebrochen, wenn meine Ma draufgekommen ist, was nicht schlimm ist, absolut nicht. Und im Baumarkt. Morgen werden wir das Ganze mit dem anderen Handy ausprobieren und mit OBS mal schauen. Also mit dem Programm jetzt gerade über Twitch, das hier gerade ist über Twitch direkt. Morgen probieren wir das mit OBS. Also dass quasi noch ein Programm dazwischen geschaltet ist. Dann müssten auf jeden Fall die Alerts funktionieren. Die ist weg, Hübsi. Und am Mittwoch, Donnerstag oder und Freitag machen wir dann, dann brauche ich den MT zur Hilfe und den Bruder Bergmann irgendwie. Vielleicht fahre ich auch dahin. Und dann versuchen wir die Endlösung dafür zu finden. Und zwar habe ich 3 GoPros. 2 würde ich gerne ans Laufen kriegen. Via die beiden Handys. Via einem Handy. Via Server. Und so. Das kriege ich aber alleine nicht geschossen, weil ich zu doof bin. Und dann haben wir halt auch super Bilder und so. Ne? Alles gut. Und ich hoffe, dass wir innerhalb von dieser Woche halt auch fertig kriegen, dass das Studio fertig ist. Das wäre mir noch ganz wichtig. Wieso nicht alle 3? Weil die eine kaputt ist. Bei der einen ist, die funktioniert, aber da ist das Glas gebrochen und meine Mutter ist versichert. Das heißt, die wollen wir noch abgeben. Und ansonsten wären auch alle 3 am Start. Dann hätten wir eine in die Mitte, eine vorne raus, eine hinten raus. Fürs Auto. Das ist aber der Plan. Doppig. Das ist der Plan. Ja. Ansonsten ist das Programm, glaube ich, auf Instagram, ne? Arten Games auf Instagram folgen, wisst ihr ja. Ja. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, nie unterkriegen lassen, ne? Also
Auch die komischen Nachrichten, die ich da heute Morgen gehört habe. Ich finde es halt... Am krassesten finde ich Dinge immer, wenn sie nicht zu einem kommen, sondern man über was ganz anderes reden will. Und dann einfach jemand sagt, sag mal, Olli, hast du eigentlich gehört das? Und du dann nur, wie bitte? Was habe ich? Ich hab gehört, du hast mit der Frau von so und so geschlafen. Ach ja? Wer erzählt denn sowas? Naja, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Schön wird's dann halt, wenn du sagen kannst, das stimmt nicht, das ist totaler Quatsch. Lass uns mal hinsetzen und drüber reden. Mir ist das total egal. Ne? Naja. GoPro ist schön und gut. Leider haben die neuen keinen HDMI-Steckplatz mehr. Was ist denn neu, Doppik? Also ich habe dreimal die 8 und die 8, die lacht. Die ist super. Ich werde auch wahrscheinlich heute, morgen und übermorgen hier pennen und dann mal wieder einen Tag in einem anderen. Die GoPro 9. Okay. Also die Unterschiede von der 9 und der 8 habe ich mir angeschaut. Das war... brauchte ich nicht. Ich finde die Hero Black 7 mega. Ja, und der Unterschied von der 7 zur 8, glaube ich, sind die 1080, oder? Kojak, richtig? Die 7 ist 720 und die 8 ist 1080, ne? Die 9 ist Mist, hatte sie. Big Crime, hi, ey, Mann, schön, nicht das, ey, schön, geht's dir gut. Die alles... Bei der 7 kann man noch das Glas wechseln, das ist super. Wie gesagt, das ist bei der 1.8 kaputt. Ich glaube, der einzige Unterschied, also es war, gab einen kleinen Unterschied oder zwei von der 8 zur 9. Und, aber nicht 4K. Ne, 4K brauche ich auch nicht. Ich kann ja auch auf Twitch nicht mit 4K streamen. Und ey, das ist doch so super. Ne? Also, Ich fände es auch eher gesagt ganz schön, wenn man zwei fest einbauen kann und die eine ein bisschen locker lässt. Ich kann mir doch beim Autofahren auch einer auf den Kopf setzen. Weißt du Bescheid? Aber in 4K streamen brauche ich nicht. Dafür müsste ich irgendwelche Partner haben, Geld haben und was weiß ich nicht wie. Wir müssen die Art Game an den Start bringen. Das ist alles. So, ich gehe jetzt mal mit euch nach oben. Ihr wisst ja, wo das Studio ist. Alle, die irgendwie denken, das wäre geheim. Es ist nicht geheim, ne? Das Studio ist nicht geheim. Die Klinge ist aus. Die Post geht nicht hierhin, sondern zum Yoshi. Und wenn man so komische Sachen macht, wie mir was via Nachname bestellen, das hole ich nicht ab. Sollte ich irgendwas, Brief, Nachname 60 Euro oder sowas. Ich habe nie was mit Nachname bestellt. Also hole ich es auch nicht ab. Da ist nichts Geheimes dran. Das ist nur offiziell noch ein Studio. Ja, da bleibe ich jetzt drin, weil wir das ab morgen renovieren. Ne? Aber auch nicht die ganze Woche habe ich keinen Bock drauf. Was hat er denn für einen Auftrag? Geil. Ne, also da ist nichts Geheimes dran. Und plus, Leute, ne, ich zeige euch das mal ganz klar. Für die Leute, die sagen, ja, alles totaler Quatsch. Stimmt, das könnte ich auch mal machen. Weil, ne, es gibt ja immer so Trolls, die sagen, dass das Quatsch ist. Das hier ist ein Parkplatz. Ne? Das da, kann man sehen, ist gerade ein bisschen hell. Ne? Das da sind Kameras. Können die sehen? Das da sind Kameras. Ich kann euch sagen, das da ist die Rückseite von einem Kaufhaus. Oder das da, eins von beiden, also irgendeine Reihe, die da unten zu ist.
Und die haben auch Kameras da hinten raus, falls da jemand hinten einsteigt. Und das da ist ein Verein für Kurden. Glaub mir mal, die haben auch Kameras. Und dann halt das, was derjenige immer noch nicht glaubt, der hier den Klingelmanns gemacht hat und das total lustig fand und so, zeige ich euch auch. Und zwar jetzt bewegungsaktiviert, falls ich den Schlüssel finde. Ne, also nur für den Fall. Das sagt der Olli nur, das stimmt alles gar nicht. Ne? Stehst du hier? Nur mal so. Ne, also, falls die Leute zuschauen, in dem Moment, wo du klingelst, wirst du gesehen. Ne, und das sogar sehr gut. Und wenn nicht von hier, dann von der anderen Seite. Ne? Das heißt also, ja, laber doch ruhig, wir sind schon im Treppenhaus und so. Ja. Ratzfatz, ich finde das aber dafür sehr schön. Also es ist nicht mehr meine Wohnung. Der Job läuft da drüber. Das ist ein Studio. Ich werde gleich irgendwann keine Luft mehr kriegen. Aber es ist halt einfach super sicher. Ne? Und ich weiß halt, dass sie schreiben. Ja, ich weiß. Von wegen glauben wir die nicht. Und so. So. Nabend. Hier war heute noch keiner. So, das war auch ein Test. Der Rechner läuft und es geht kein Screen an. Auch fürs Streamen von unterwegs. Hier muss Luft rein. Hallo. Komisch, keiner Anbrecher. Was? Warte mal. Jetzt muss ich es ausschalten. Hat das Haus keinen Fahrstuhl? Nein. Die Pumpe ist aber am Pumpen. Ey Leute, ihr könnt euch darüber lustig machen, so viel ihr wollt. Ich kenne Leute, die sind durchtrainierte Sportler. Und ihr wisst ja, ich rauche sogar noch ab und zu. Die kriegen nicht so... Die können nicht dabei reden, wenn wir die Treppe hochgehen. Das ist kein Witz. Und ich lade alle herzlich ein, alle, hier einfach mal hochzugehen. Ne? Und dann dürft ihr euch, wenn ihr dann ganz entspät leicht joggend neben mir steht, dürft ihr euch gerne darüber lustig machen. Sonst nicht. Ne? Also, das ist ein renovierter Altbau. Das heißt, du kannst sagen, wenn das 4 plus Erdgeschoss ist,
Kannst du sagen, das ist wahrscheinlich sechster Stock ohne Dings. Deswegen, in diesem Sinne, warte mal eben kurz. Einmal.